Eine der faszinierendsten Sternstunden der Evolution überhaupt ist natürlich das Fliegen. Und keiner beherrscht das besser als die Vögel. Hallo, Wimas. Wimas ist ein ganz wunderbarer Kakadu. Und wie alle flugfähigen Vögel hat er einen sehr leichten Körperbau und Schwungfedern, mit denen er Auftrieb produzieren kann. Wie? Aber natürlich können nicht alle Vogelarten diese Eigenschaften gleichzeitig entwickelt haben. Irgendwann muss irgendjemand mal damit angefangen haben. Weißt du wer? Keine der heute existierenden Vogelarten hat das Fliegen erfunden. Ihre Vorfahren haben es in Jahrmillionen der Evolution entwickelt und immer weiter perfektioniert. Und so leicht und anmutig es auch aussieht, das Fliegen verbraucht immense Kräfte. Um große Distanzen überwinden zu können, bedurfte es enormer anatomischer und physiologischer Anpassungen. Ohne sie könnten 50 Milliarden Zugvögel ihre langen Flugreisen nicht bewältigen. Fliegend haben sich die Vögel in alle Erdteile ausgebreitet, denn in der Luft gibt es keine unüberwindbaren Hindernisse. Nicht einmal Eiswüsten und Ozeane können Vögel stoppen. Manche verbringen fast ihr ganzes Leben in der Luft. Jeder fliegt auf seine Art. Doch zwei Merkmale haben alle gemeinsam: Flügel und Federn. Die Schwungfedern sind ein aerodynamisches Meisterwerk. Mit feinen Haken greifen die Federn wie ein Klettverschluss ineinander und lösen sich wieder, leicht und stabil zugleich. Federn sind zum Fliegen da, zumindest glaubte man das lange. Doch dann tauchten in China plötzlich neue und spektakuläre Funde auf. Nirgendwo sonst auf der Welt werden derzeit so viele Dinosaurierfossilien entdeckt wie hier. Viele dieser Arten besaßen offenbar Federn. Vielleicht waren sie frühe Vorläufer der Vögel. Aber wozu brauchten diese Saurier Federn? Denn geflogen sind Vertreter wie Epidexipterix nicht. Das beweist ihr Körperbau. Vor rund 160 Millionen Jahren klettert das skurrile Wesen durch die lichten Wälder Chinas. Mit 45 cm Länge ist Epidexi einer der kleinsten Dinosaurier überhaupt. Was ihn einzigartig macht, ist sein übermäßig verlängerter Mittelfinger. Eine perfekte Angel. Schon damals lockte ein saftiger Happen Konkurrenten an. Noch etwas zeichnet Epidexi aus: 4 lange Schwanzfedern. Die ersten Schmuckfedern der Erdgeschichte? Hatten die kleinen Saurier bereits einen Sinn für Schönheit? Diese Frage lässt sich wohl nicht mehr klären. Aber fest steht, Federn gab es lange vor dem Flug. Entscheidend für diese Erkenntnis ist auch ein Fund aus Deutschland. Erst vor wenigen Jahren entdeckten Forscher in einer bayerischen Kalkgrube ein hervorragend erhaltenes Dinosaurierbaby. Seine Geheimnisse gibt es erst unter UV-Lichtpreis. Sciuromimus ist ein urtümlicher Saurier, kein enger Verwandter der Vögel. Und doch trägt er Federn am ganzen Körper. Flugfedern sind es nicht, mehr ein dichter Flaum. Es ist ein sensationeller Fund und der einzige seiner Art in Deutschland. Forscher gehen mittlerweile davon aus, dass möglicherweise alle Dinosaurier befiedert waren. Das heißt allerdings nicht, dass T-Rex und Konsorten einst im bunten Federkleid über die Erde zogen. Je weiter die Dinosaurier vom Zweig der Vögel entfernt waren, umso eher glichen ihre Urfedern Haaren. Oder es handelte sich um Schmuckfedern, die bei einigen wohl den Schwanz und bei anderen den Kopf zierten. Wie die Vorgänger der Vögel denn nun fliegen lernten, darüber streiten die Forscher bis heute. Die einen setzen auf Vertreter wie Microraptor. Der startete hoch oben in den Bäumen und segelte dann im Gleitflug zu Boden. Federn trug er nicht nur an den Flügeln, sondern auch an den Hinterbeinen und am Schwanz. So elegant könnten die ersten Flüge ausgesehen haben. Aber noch probt die Evolution das Fliegen. Mit ganz unterschiedlichen Modellen und Ansätzen.
Denn in den Wäldern der Jurazeit lebten verschiedene gefiederte Dinosaurier, die sich Konkurrenz machten. Und wahrscheinlich haben mehrere Arten mehr oder weniger gleichzeitig den Luftraum erobert. Manche Forscher halten nichts von der Gleitflugtheorie. Sie glauben, dass die ersten Flieger vom Boden starteten, Anlauf nahmen und irgendwann abhoben. Ganz ähnlich wie mehr als 100 Millionen Jahre später die ersten Fluggeräte. Auch hier gab es eine Art Evolution, wurde experimentiert und verworfen, gelernt und optimiert. Der Mensch trieb die technische Entwicklung zielstrebig voran. Nichts wurde dem Zufall überlassen, anders als in der Natur. Deshalb lernten die Maschinen deutlich schneller fliegen als die Dinosaurier. Nach ein paar Jahrzehnten ging es schon ganz passabel. Doch keiner gleitet so laut und schwerelos durch die Lüfte wie die Vögel. In einer unglaublichen Vielfalt an Formen und Farben bevölkern sie heute die ganze Welt. Auch wenn man es auf den ersten Blick kaum glauben mag, Vögel sind die Nachfahren der Dinosaurier.